Interessanter Schwarmabgang hier, den wir gleich praktisch live verfolgen können bei diesem Korbvolk der dunklen Biene. Zu diesem Korbvolk noch eine kurze Vorgeschichte. Gebildet wurde das Volk am 2. Juni 2024 mit einem schön kräftigen Kunstschwarm. Ziemlich genau 3 Wochen später hat dieses Volk hier einen Schwarm abgegeben, den sogenannten Heidschwarm hier am 27. Juni 2024. Und das schauen wir hier live bei der Kamera an. Wer Interesse hat, diese Körbe hier live am Flugloch zu verfolgen, der schaue gern mal in die Videobeschreibung. Da ist der Link zu Twitch eingefügt zur Live-Webcam hier, die 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag Live-Bilder, ein Livestream von diesen Körben bietet. So, und die Veränderungen am Flugloch bei diesem Volk hier, die schauen wir uns jetzt an mit Schwarmabgang und auch mit dunkler Königin, die hier zu sehen sein wird. Viel Spaß bei diesem Video.
Na, habt ihr sie gesehen? Die schwarze, agile Königin hier. Zur Sicherheit machen wir das Ganze nochmal ganz kurz in Zeitlupe. Und da ist sie am Flugloch am oberen Rand des Flugloches zu sehen. Wie sie sich hier am Ende des Schwarmaktes mit den Schwarmbienen in die Luft begibt. Ja, die Szene nochmal und das schauen wir uns jetzt weiter an. Das sind jetzt praktisch die letzten wenigen Minuten hier des Schwarmaktes. Und wir sehen, die Königin ist bei weitem nicht immer die Erste, die auszieht, sondern eher die Letzte. Sie ist hier die Getriebene von den Bienen. Und freiwillig würde die Königin das Flugloch oder den Korb, das Volk, niemals verlassen hier. Sie wird immer getrieben von den Arbeiterinnen. Thank you.
Ja, und mit Auszug dieser letzten Schwarmbienen hier ist der Schwarmakt des Korbes nach circa 7-8 Minuten abgeschlossen. Der gesamte Schwarmakt mitsamt allen Vorbereitungen des Volkes mag vielleicht 20, vielleicht 30 Minuten gedauert haben hier. Danach tritt hier am Flugloch eine außergewöhnliche Ruhe ein, denn mehr als die Hälfte des gesamten Volkes ist ja ausgezogen. Die Bienen, die sind hoch in der Luft erhoben, das Wetter war schön, wir hatten 30 Grad. Der Schwarm, der ist auf Nimmerwiedersehen abgehauen hier. Er hat sich auch nicht in der Nähe niedergelassen, sondern ist mit Sicherheit ganz weit weggeflogen hier. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Nordbiene. Tschüss!